So, jetzt bitte mal den Mund schön weit aufmachen. Ach komm, so tut doch nicht weh. Na ja, gut. Also ich stelle mir jetzt einfach vor, es würden Hunderttausende von Ihnen jetzt vor dem Flatscreen knien und den Mund aufreißen. Was würde ich da wohl sehen? Wahrscheinlich viele, viele Füllungen und nach wie vor jede Menge Amalgam. Seit 150 Jahren wird das Material von Zahnärzten verwendet und seit mindestens 30 Jahren wird darüber gestritten, wie gesundheitsschädlich es ist. Und jetzt gibt es seit kurzem eine neue EU-Verordnung und seitdem ist Amalgam für Kinder, Schwangere und stillende Mütter verboten. Ja, aber was ist mit uns, den aktuell unschwangeren Erwachsenen? Heißt das nicht, auch wir sollten schleunigst unsere Amalgamfüllungen im Mund loswerden? Sie können den Mund jetzt wieder schließen. Vielen Dank. Also ich denke generell, dass wenn man so viel Gift in sich trägt, in den Zähnen, dass man dann doch wirklich ernsthaft drüber nachdenken sollte, um zu sagen, also nee, das muss weg. Weil ich selber halt auch Amalgamfüllungen hatte und die mir körperlich gar nicht gut getan haben. Dass das bestimmt nicht gesund ist, nicht? Und man ja auch zu wenig aufgeklärt wurde bis jetzt. Eine neue EU-Verordnung regelt, dass seit dem 1. Juli dieses Jahres auf Amalgam verzichtet werden soll. Bei Schwangeren, Stillenden und Kindern bis zu 15 Jahren. Außer, dies ist medizinisch unbedingt erforderlich. Einige Zahnärzte verzichten schon komplett, obwohl es bis auf die genannten Ausnahmen nicht verboten ist. Die Patienten sind hellhörig. Wenn es schädlich ist, dann warum dann für die einen erlauben und für die anderen nicht? Ich finde eigentlich, dass Amalgam generell verschwinden sollte, nicht nur für Schwangere und Kinder. Ich glaube, das steht schon zur Diskussion bei den Zahnärzten, ob das Amalgam grundsätzlich verboten werden sollte. Ja. Grund genug für uns, Amalgam genauer anzusehen. Professor Dr. Wolf-Dieter Müller ist Materialforscher an der Berliner Charité im Bereich zahnärztliche Werkstoffkunde und Biomaterialforschung. Aus Silber, Zinn, Kupfer und Quecksilber setzt sich Amalgam zusammen. Professor Müllers Ansicht nach haben Metalle mittlerweile im Mund nichts mehr zu suchen. Der Grund, warum ich so vehement gegen die Metalle rede, ist eigentlich der, die Metalle sind im Patientenmund einem sehr extremen Belastungszustand ausgesetzt. Es sind nämlich wechselnde Temperaturen, schwankende pH-Werte, Chloridionen im Speichel, mechanische Belastung hinzukommt. Das sind Sachen, die letztendlich alle dazu führen, dass diese Metalle korrodieren, zersetzen sich. Und das führt langfristig dazu, dass kleine Metallteilchen in den Körper gelangen können. Außerdem dehnt sich Amalgam aus. Dadurch können Risse und Brüche am Zahn entstehen, so Professor Müller. Es müsse auch relativ viel vom Zahn weggebohrt werden, wenn Amalgam eingesetzt werden soll. Zahnarzt Dr. Felix Bodenstein ist einer von den Zahnärzten, die gar kein Amalgam mehr verwenden. Er sieht den darin enthaltenen Quecksilberanteil kritisch. Ich glaube, dass die Studienlage früher nicht richtig bewertet hat, wie viel Quecksilber aus den Füllungen freigesetzt wird. Das kann man heute deutlich besser. Das kann man über Speicheluntersuchungen, Blutuntersuchungen, Urinuntersuchungen herausbekommen. Und muss dazu auch sagen, dass das natürlich eine Belastung ist, 24 Stunden am Tag. Die Kassenzahnärztliche Vereinigung, in der die Kassenzahnärzte organisiert sind, verweist darauf, dass kein anderes Füllungsmaterial so oft und intensiv untersucht wurde. Und keine Studie konnte den Nachweis erbringen, dass Amalgamfüllungen in einem ursächlichen Zusammenhang mit Krankheiten stehen. Dass der seit dem 19. Jahrhundert angewandte Füllstoff auch Vorteile hat, weiß der Zahnarzt aus eigener Erfahrung. Eine Amalgamfüllung hat sich über 180 Jahre, glaube ich, mittlerweile prinzipiell als Füllmaterial bewährt. Es gibt eine gute Studienlage darüber, wie lange solche Füllungen im Mund, in den Zähnen eine gute Verweildauer haben. Und die Amalgame lassen sich tatsächlich leicht verarbeiten, nehmen Verarbeitungsfehler auch nicht so übel. Sie wirken durch den hohen Quecksilber- und Silberanteil auf alle Fälle bakterizid. Damit wird eine Randkaries unter Umständen vorgebeugt. Dennoch setzt Felix Bodenstein auf Alternativen wie Kunststoff oder höherwertige Materialien für Inlays aus Gold oder Keramik. Doch die Kassen zahlen dafür nicht in jedem Fall. Für die Barmer zum Beispiel sind Amalgamfüllungen im Seitenzahnbereich in der Regel das Füllungsmaterial der Wahl. Wir treffen Florian Schulze.
Geschäftsführer einer Verbraucherinitiative, die sich gegen Amalgam einsetzt. Dass es bis heute kein komplettes Amalgamverbot gibt, sei finanziell begründet. Es gibt viele Befürchtungen von den Zahnärzten und auch von den Krankenkassen seit Jahren, dass ein Ausstieg extrem teuer werden könnte, weil man aufgrund der Grundversorgung dann aufkommen müsste für ebenso haltbare Füllungen wie jetzt das Amalgam. Die Kassenzahnärztliche Vereinigung rechnet damit, dass die Umsetzung der neuen Verordnung mehr Ausgaben der Krankenkassen nach sich zieht. Sie versichert, der propagierte langsame Ausstieg hat vornehmlich ökologische und keine gesundheitlichen Gründe. Verbraucherschützer kritisieren, dass nicht genügend informiert wird. Insbesondere die Patienten haben dann das Problem, dass sie die Informationen ja von dem Zahnarzt bekommen. Und wenn Sie nun an einen Zahnarzt geraten, der Amalgam verwendet, stellt er Sie einfach nur vor die Wahl Amalgam oder Zuzahlung. Dabei können auch andere Materialien zuzahlungsfrei übernommen werden, antwortet die AOK auf Nachfrage. Für das Seitenzahngebiet werden vom Zahnarzt Compomere als kostenfreies Füllungsmaterial angeboten. Compomere sind eine Mischung aus Zement und Kunststoff. Wir fragen auch bei der Techniker-Krankenkasse nach. Als Alternative zum Amalgam können wir kein Material nennen. Die Wahl eines Füllungsmaterials obliegt dem Zahnarzt. Petra Hegemann, Bereichsleiterin Recht und Beratung, findet die Information auf den Webseiten der Kassen häufig noch zu unübersichtlich. Auch bei den Kassen kann man sagen, auch nach einer kurzen Durchscrollen der Seiten ist es so, dass auch die Kassen nur sehr unvollständig aufklären, indem viele sagen, dass sie im Seitenzahnbereich nur Amalgam übernehmen. Unser Tipp? Die Krankenkasse fragen, welche Füllmaterialien zuzahlungsfrei erstattet werden. Beim Zahnarzt hartnäckig sein, wenn keine kostenfreie Alternative angeboten wird. Und eine Übersicht amalgamfreier Zahnärzte gibt es unter ig-umwelt-zahnmedizin.de. Noch intakte Amalgamfüllungen entfernen zu lassen, ist freiwillig und teuer. Wenn es Wunsch des Patienten ist, die Amalgamfüllung zu entfernen, muss er komplett die Kosten für die Entfernung der Amalgamfüllung bzw. für die neue Füllung selber tragen. Ist die Amalgamfüllung defekt, werden anteilig die Kosten für die Füllung durch die Krankenkasse übernommen in Höhe der Amalgamfüllung, die sonst eingesetzt worden wäre. Die Krankenkassen zahlen auch bei einer nachweislichen Amalgamallergie oder Nierenerkrankung. Wichtig beim Entfernen ist, der Patient sollte vor Quecksilberdämpfen geschützt werden. Ein spezieller Sauger saugt möglichst viel davon ab und ein Spezialbohrer entfernt das Amalgam in großen Stücken. Die optimale Variante wäre, wenn der Behandler und der Patient vorher miteinander besprechen, welches Material genommen werden soll. Und man muss deutlich darauf hinweisen, dass alle Materialien, die wir in den Mund einsetzen, ihre Tücken und ihre Vor- und ihre Nachteile haben. Der Warnhinweis geht bei Kunststoffen hauptsächlich in die Richtung, dass das ein allergisches Potenzial hat. Wenn man Metalle, andere Metalle wie Goldinlis nimmt, ist die toxische Komponente wieder zu überlegen. Also eng mit dem Zahnarzt abstimmen, welches Material Sie am besten vertragen. Ziel der EU ist es, Amalgam bis 2030 komplett abzuschaffen. Und jetzt